Herzlich willkommen zu PS3 Talk TV. Heute mit dem Test zu Spec Ops The Line. Das hier ist gerade das Intro bzw. der Übergang vom Menü ins Intro. Und das, was ihr gerade gehört habt, der Song, der kurz auf der E-Gitarre angespielt wurde, war die amerikanische Nationalhymne. Und Spec Ops The Line hat halt eben gerade in diesem Kontext eine besondere Rolle. Denn es ist kein stinknormaler Third-Person-Shooter, sondern er beinhaltet eine ziemlich, ich will jetzt nicht sagen gewagte Botschaft, aber er beleuchtet den Krieg aus einer anderen Perspektive. Nämlich aus einer Perspektive, in der es kein Gut und Böse gibt, in der es keine Helden gibt, sondern nur Täter und in der man selbst eigentlich nichts richtig machen kann. Die Grundmechanik ist, wie man hier sieht, sehr klassisch und ich finde es ein bisschen sperrig gelungen teilweise, das Deckungssystem. Man verhakelt sich ein bisschen mit der Steuerung am Anfang, aber das ist eine Gewöhnungssache und erträglich. Es ist vom generellen Gameplay und vom Stil her ein Durchschnittsspiel, könnte man sagen. Es gibt diese kleinen Elemente, wo man mal dann irgendwelche Fassaden kaputt schießt und dann Sand hereinrieselt und man sozusagen dann die Gegner darunter begräbt, aber das sind kleine Ausreißer in einem eigentlich sehr, sehr standardmäßigen Shooter. Hier sieht man eine Funktion, dass man, also man hat immer zwei Kameraden dabei und kann die so dezent kommandieren und ein Ziel vorgeben. Das ist also so ein kleiner... Überhaupt kommt es halt, hier sieht man eben diese so Sandeinlagen. Überhaupt kommt es ein bisschen mehr darauf an, dass man taktischer vorgeht und sich auch mal, also oder dass man zumindest sich überlegt, von wo aus, von welchen Positionen aus man am besten angreift. Aber das Ganze ufert natürlich nicht aus. Es ist ein ganz, ganz solider Mix. Es ist nicht so taktisch wie ein Ghost Recon, aber auch nicht so offensiv wie ein Call of Duty, wobei man hier gerade passenderweise genau das Gegenteil sieht. Nämlich eine kleine MG-Sequenz, die immer mal wieder eingeschoben sind. Und wo wir hier unsere Trenden begraben. Das Spiel nimmt sich zwischendurch aber auch immer sehr viel Zeit für atmosphärelastige Szenen. Hier zum Beispiel, nachdem man durch so einen Leichenkanal schreitet, nimmt das Ganze fast schon, also sowieso generell nimmt das Spiel fast schon so psychedelische Ausmaße an. Und hier bekommt man einmal ganz deutlich und grausam vor Augen geführt, was weißer Phosphor anrichtet. Das sind so, so Elemente, die man immer wieder sieht und die man immer wieder ins Gesicht gedrückt bekommt, dass das alles schrecklich ist, dass die Leute darunter leiden. Dass nicht nur die Zivilisten darunter leiden, sondern auch die Soldaten darunter leiden. Denn es sind nicht irgendwelche 0815 Rebellen oder sowas, sondern es sind Amerikaner, das wird auch häufiger betont. Ob man das jetzt wiederum nationalistisch werten will oder nicht, bleibt einem dann selbst überlassen. Aber es ist jedenfalls so, dass man auch die Befehle der Gegner versteht und gegen keine Niemande kämpft, sozusagen. Das Teil ist ab 18 und in Deutschland auch ungeschnitten erschienen, unter anderem auch gerade wegen dieser reflexiven Botschaft. Hier gibt es ein Beispiel für einen der Entscheidungsmomente im Spiel. Davon gibt es ungefähr eine Handvoll, sage ich mal. Und die haben auch eine Auswirkung auf das Ende. Hier ist eine Foltersituation. Und wir müssen uns als Captain Walker entscheiden, ob wir den Soldaten retten, den Agent Gould, der uns eventuell bei unserer Mission bzw. in der Kampagne weiterhelfen kann, oder ob wir die Zivilisten retten. Nein, die Zivilistin nicht, die Zivilistin wird gleich erschossen, aber ob wir die anderen Zivilisten retten. Wie man sieht, es ist also eine sehr, sehr direkte Grausamkeit, die einem vor Augen geführt wird, und das muss man eben auch aushalten können. Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Wie man schon erwartet, egal wie man sich entscheidet, es läuft falsch. Abschließend gibt es noch ein nettes Beispiel für die Synchro, die deutsche, und für die Inszenierung. Ich verabschiede mich, gucke euch noch die Cutscene an und bis nächstes Mal. Tschüss. Komm mir nicht mit abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun.
Ja, ganz recht. Wenn du auf Gould vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich! Ich tu wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Meinst du, ich will gern Menschen sterben? Hä? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf! Hä? Schluss jetzt! Aufhören, alle beide! Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Also dann. Alles klar? Ja. Lugo? Ja, Sir. Gut. Also dann weiter. Thank you.